Wie soll es nun mit Nadja Abdel-Farag weitergehen? Dass die Karriere der Piep-Moderatorin nicht gerade bergauf geht, ist spätestens seit ihrer Teilnahme bei Big Brother oder dem Dschungelcamp bekannt. Doch jetzt scheint für die Bohlen-Ex ein neuer Tiefpunkt erreicht. Und natürlich gibt es den bald im Fernsehen zu bestaunen. Wie die Bild berichtet, wurde die 51-Jährige dabei beobachtet, wie sie das Hamburger Arbeitsamt ansteuerte. Doch dabei war sie angeblich nicht alleine. An ihrer Seite Peter Zwegert. Bekannt wurde der für seine Show Raus aus den Schulden. Die Sendung hatte zuletzt aber keinen großen Erfolg mehr, deswegen wird nun über eine Prominentenausgabe spekuliert. Mit Nadel. Im Arbeitsamt soll die tiefgefallene Frau der Bild zufolge einen Dringlichkeitsantrag für eine Wohnung gestellt haben. Danach habe sie Hartz IV beim Arbeitsamt beantragt, heißt es weiter. Ein bitterer Absturz, der wohl bald vor Millionen von Fernsehzuschauern breitgetreten wird. Ein Sendetermin wurde dafür allerdings noch nicht festgelegt.